Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Reveal Rabbit und heute Teil 2 vom Parrot Swing. Ich habe euch ja im ersten Video versprochen, dass wir rausgehen werden und eine Runde fliegen, denn in Teil 1 konnte ich nur den Quadrocopter-Modus testen, da meine Wohnung, mein Wohnzimmer nicht lang genug ist, um das Ganze im Fliegermodus fliegen zu lassen, machen wir das heute draußen in einem extra Video. Ich wollte noch erwähnen, dass dieser Copter ja relativ windanfällig ist. Also das solltet ihr beachten, wenn ihr jetzt vor allem im Herbst fliegen gehen möchtet. So ein kleiner Windstoß kann das Ding gut mittreiben, denn ist alles sehr leicht. 70 Gramm waren das. Ich werde das Ganze gleich hier mit dem Flypad steuern, also bis zu 60 Meter Reichweite. Mal schauen, ob ich das Ganze gleich ausreizen kann. Ich würde mal sagen, legen wir los, bevor die Sonne noch nicht ganz untergegangen ist und mal schauen, wie cool das Ganze gleich abgeht. Jetzt konntet ihr sehen, wie der Parrot Swing draußen am Fliegen ist, in seinem Quadrocopter- und Flugzeugmodus. Es war sogar richtig schwer, das Teil einzufangen mit der Kamera, denn der Copter ist relativ flott unterwegs. Was auf jeden Fall sehr cool ist, ist der verbaute Autopilot. Ihr müsst nicht wirklich fliegen können, wie es bei einem Modellflugzeug zum Beispiel ist. Die Höhe wird von alleine gehalten und wenn ihr zum Beispiel dann lenkt, dann tippt ihr einmal das Ruder an und dann fliegt er eine Art 45 Grad Winkel und fliegt dann geradeaus weiter. Also müsst ihr zum Beispiel zweimal antippen, dann lenkt er zweimal, hält dann weiter seine Position geradeaus. Also gerade für Anfänger richtig gut das Ganze. Der Spaßfaktor ist meiner Meinung nach sehr groß und zusätzlich zum Quadrocopter-Modus kommt dann nochmal der Flugmodus, der ein ganz anderer ist und man hat quasi zwei Spielzeuge in einem, wenn man das so sagen kann, vereint. Also richtig cool. Ich würde das Teil immer wieder kaufen, habe ich auch für mein eigenes Geld gekauft. Ich denke, ich werde auch noch den Parrot Mambo kaufen, denn viele haben von euch auch schon gefragt. Also seid gespannt, in den nächsten Wochen wird auch ein Video zum Mambo kommen. Ich weiß noch nicht wann genau, denn ich habe so viele Produkte gerade zu Hause, die gezeigt werden müssen. Ich hoffe, dank dem Video konntet ihr jetzt einen kleinen Eindruck gewinnen, wie es aussieht, wenn man damit draußen unterwegs ist. Es macht wirklich sehr viel Spaß, ohne zu übertreiben. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich denke, wir sehen uns noch im nächsten Video. Also bis dann. Ciao.